Vajra Kapotasana ist die Diamanttaube. Kapota ist die Taube, Vajra Diamant. Allerdings, diese Stellung ist anders als die Kapotasana Grundstellung. Ausgangsposition vom Fersensitz. Beuge dich erstmal nach hinten, das ist Supta Vajrasana. Dann gib die Hände neben die Ohren und hebe dann Brustkorb hoch und hebe das Becken hoch. Das ist Vajra Kapotasana. Kapotasana auch deshalb, weil hier der Brustkorb besonders stark gewölbt ist und auf diese Weise so eine gewisse Anmutung einer Taube vermittelt.